Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Asreiter und wir sind in Folge Nummer 280 von Simotrans. Ja, hier unten fahren drei Schifflein da lang und der erste hat 259 Fahrgäste an Bord. Der zweite hat niemanden an Bord und der dritte fährt wahrscheinlich auch mit niemandem durch die Gegend. Das ist jetzt nicht so produktiv, wie wir sehen, aber er 46, 13 und 47. Also irgendwo kommt's Geld her. Mal gucken, wie sich das am Ende der Folge ergibt. Ich stelle sie mal hier unten alle hin. Und wir gucken aber weiter, was wir dann noch machen können, ne? Gut, wir waren bei der Liste, Haltestellenliste. Und die hatten wir aufsteigend, Bezeichnung, wartend, absteigend. So, Döbeln Waldweg, Floto, ja, jetzt wüsste ich gerne, wo wir gerade waren. ...5000 Eier stehen irgendwo, Döbelmühle Betriebshof. Wo sind das? Das ist da, okay. Das ist hier bei dieser. Mehl für die Bäckerei wartet da und landwirtschaftliche Güter warten da auch. Und wer fährt hier lang? Zeit keiner, oder was? So, das bringt ja wenig, wenn wir das schon offen haben, ne? Unter Verbindung wollte ich gucken. Auf der Straße fahren diese Wagen. Und er ist jetzt gerade wo? Die stehen gerade im Stau. Ach so, die bringen von da nach da. Und der erste ist gerade nur vollgeladen, ne? Ja, also noch nicht ganz vollgeladen. Okay, da brauchen wir nichts dran machen, das ist eine One-Way-Show. Dann kann das zu und die zweite Verbindung ist Gästemühle Getreide. Das ist der Zug. Ach, das ist ein Mischzug. Okay, das ist schon mal schlecht, ne? Mischzüge waren nicht so toll, oder wie war das? Und der ist auch noch viel zu kurz. Ein Drittel voll ist er. Verfolgt den mal gerade. Mach den mal weg. Den machen wir da unten hin. Und was passiert am nächsten Halt? Das ist die Frage, ne? Okay, der fährt da gleich rein. Und hier ist er dann voll. Hat Eier, hat Südfrüchte, Zucker. Und Gerste hat er auch noch dabei. So lohnen tut er sich wohl irgendwo, ne? Aber nicht in der Konstellation, finde ich. Also schon, er macht ja auch da Plus. Aber da fährt er durch. Hier hat er abgeliefert und auf dem Rückweg hat er mal gerade 30 Tonnen Stückgut dabei, aber auf dem Hinweg nimmt er hiervon wieder mit und da ist er voll, ne? Und da liegt noch reichlich. Ich denke, da machen wir den Zug mal noch ein bisschen anders. Machen wir mal nicht laden. So, und dann fährt er zum Depot. Verfolge ihn gerade. Machen wieder langsamer. Gehen da rein und dann stecken wir mal die drei weg. Und was hat man da? Stück gut, ne? Gut. Eier ist zum Beispiel ein Stück gut. Das ist jetzt der 31 Paletten und der hat 54. Das bedeutet, die fliegen auch noch alle weg. Haltlänge 15, wir machen mal so und dann nehmen wir noch, dann machen wir zwei. Nein, wir machen einen Mischzug, das ist schon gut so, denke ich mal. Dann machen wir hier Gerste oder sowas. Flachs geht auch. Der hat 52, der ist schon der Top.
Einer war zu viel. Ja. Das hat gut geklappt. Mal gucken, dass wir da dran kommen. Ne? Da ist zum Glück schon. So. Der geht dann wieder auf Reise. Und dann können wir hier gerade verkaufen machen. Den verkaufen wir. Hier machen wir alle mal. Können wir die auch noch loswerden? Und sonst ist nichts, ne? Gibt es noch ein paar Loks, die wir loswerden können? Ne, keine Buchstaben dran, oder? Ja, sieht gut aus. Okay. So, der hat jetzt wieder zu tun. Depot erreicht, sagt er. Das ist unser Zug, der jetzt fährt und hier auch voll beladen wird, ne? Ja. 205. Der hat 15 da gelassen irgendwo, ne? Kann das sein? Okay, 40 kriegt er nur zurück. Aber. Warte, man liegt hier dann noch auf dem Bahnsteig. Ah, den haben wir da unten offen wahrscheinlich, ne? Liegt denn hier noch was auf dem Bahnsteig? Ja, die Landwirtschaft und Güter, die sind da wohl noch. Palettenstück gut auch, aber der ist immer voll, das ist das Problem. Okay. Aber ich sag mal, das lassen wir mal so. Das wird schon wieder werden, ne? Hier 36, 35, 15. Okay, da unten sieht's gut aus bei den dreien. Und den lasse ich jetzt auch noch gerade hier. Ja. Warte mal, den kann ich noch weiter rüberschieben. Ich brauche ja nur die Kohle sehen. Ach, das wäre dann besser so rumzumachen, ne? 200. So, so staffeln wir die, dann können wir schön sehen, wie viel Geld da noch ist. Okay. 14, 34, 35 und 222 läuft, ne? So. Was passiert hier denn noch? Ich hoffe, ich habe da jetzt nicht gepennt, ne? Aber das geht alles nach Adolfzell, oder? Ja, Glück gehabt. Da kommt immer einer, der bringt, der nimmt aber nichts mit. Gut, 200. Ah, okay, jetzt hat er nicht viel mitgehabt. Die Fuhre, die Geld bringt, ist diese jetzt, ne? Aha. Warte mal, machen wir hier jetzt kein Dingens mehr. Wie heißt es? Fokus. Das ist jetzt der Bahnsteig, Döbeln Südostwald. Ach so, dass es zusammenhängt, ne, oder? Ja, passt schon, okay. Gut, wartend, absteigend. Wie geht's da weiter? Ich muss nochmal reingucken hier, ne, aber den haben wir schon gemacht. Da warten noch Tausende von Passagieren. Radolfzell Ost. Rathaus. Haben wir doch was gemacht, ne? Oder? Da gab es doch jetzt eine Linie, ne? Ja, das ist Blödsinn hier wieder. Da müssen wir hin. Rathausbahnhof. Rathausbahnhof. Okay, da ist nur ein Bus drauf. Wenn die da 23.000 loswerden müssen, dann sollten wir vielleicht mal überlegen, da noch zwei, drei drauf zu machen. Und der da ist jetzt auch nicht der Bringer, ne? Oder doch? Wie ist denn das? Gibt's den noch? Ne, ist schon ausverkauft, glaub, ne? Gelenkbus gibt's ja auch, ne? Anhänger. Machen wir gerade hier Personen nur, ey, Passagiere. Der hat 48, 50, 51, 65, 67, 70, 87, 88, 90. Und der hat 95 und der hat
99, 95, 99 ist. Ah, gut, da sind gerade welche weg. So, jetzt müssen wir nur gucken. Das ist ein Gelenkbus. Der hat 70 und das ist auch einer, der hat 52. Wieso kann ich jetzt nichts mehr dranhängen? Was ist hier passiert? Hä? Was ist denn hier schiefgelaufen? Ich muss doch jetzt hier auch was anhängen können, oder? Ach so, das ist das Ende. Alles klar. Und das ist auch ein Ende. Jetzt erkenne ich es. Alles klar. Das bedeutet, der hier hat 70 und der gehört dazu mit 50. Das sind 120. Das sind 53. Das sind 52. Okay, der andere ist klar der Sieger. Er ist schon automatisch dran. Zwei Wagen, Mindesthaltlänge 2. Aber ich glaube, selbst bei beiden Positionen müsste es gehen. Dann schicken wir das auf das Stadtbus. Stadtbus, was war das? Rathaus, Rathauszell, Rathaus. Bahnhof, da ist er. Und zwar kopieren, kopieren, kopieren. Starten, starten, starten. Starten. Und den hier Fahrzeugdetails ausmustern. Gut. Jetzt geht es da ein bisschen besser voran. Was ist denn hier mit der Postbulli hier, der vom Roten Kreuz, der die Post da durchbringt? Feldpost oder was? ja. Da müsste man jetzt gucken, wie viel liegt denn jetzt hier? Also der ist leer ausgemustert. Hier wollten wir gucken. Ja, okay, dann machen wir das so. Wie ist denn mit Post? Ach so, da, Partner. Ja, 15.000, ne? Ist auch schon eine Hausnummer. Davon 10.000 zum Rathaus. Das bedeutet, wir sollten nochmal ins Depot schauen. Und hier suchen wir jetzt Post, ne? Was hat er denn hier? 250 Sack, 100 Sack, 100 Sack, 70 Sack. Das heißt, er mit ihm und dann auf Stadtbus Döbel. Nee, Döbeln, Radolfzell, Rathaus, Bahnhof. Und kopieren. 250, vier Fahrten sind 1000. Ja, ich glaube, zwei erreichen da. Und er hier geht auch in die Erdgründe über. Der Bus ist immer noch unterwegs. Wie viel hat er denn da? 30 Leute sind noch drin. So, dann haben wir das. 24 und der hat hier 8 Säcke noch geladen. So, 2, 44, 35, 34, 14. Hier tut sich nichts. Aber wahrscheinlich noch die ganze Zeit auf dem gleichen Wasser ohne hin und her, wa? Ja. 7 Säcke Post. Stadtbus Radolfzell Rathaus. Und der fährt so oft da. Wo fährt der denn da lang? Dann ist doch da mehr Fahrplan noch angesagt. Dann ist das nicht nur die direkte Linie, oder? Kann das sein? Stadtbus Radolfzell Rathaus passt doch was nicht. Ja, das sind ganz viele. Aber wir hatten doch da.
Hinterhüpf oder wie? Hatten wir da nicht hier was gemacht, dass das... Ja, da haben wir wohl nicht gemacht, ne? Ja, das ist doch überall, ey. So. Ja, ich sehe schon, das müssen wir in der nächsten Folge nochmal hier so ein paar Radolf-Zell-Linien anpassen. Die sind wohl irgendwie falsch am Laufen, würde ich sagen. Also falsch will ich jetzt nicht sagen, aber das ist auf jeden Fall das, was wir vorhaben, funktioniert irgendwie anders, würde ich sagen. Da müssen wir uns drum kümmern. Die Sackpost, sie ist immer noch unterwegs, ne? Der Bus ist allerdings jetzt mal weg. Ich war davon ausgegangen, Rathaus Markt wäre dann doch der direkte Weg gewesen, war es aber nicht. Gut, okay, kriegen wir aber auf jeden Fall einen Griff. Hier unten sieht es ganz rosig aus. Wo ist er jetzt hier? Okay, das ist, wo ist das? Okay, mitten auf der Route, da brauchen wir jetzt auch nicht weiter gucken dann. Aber da sieht es ja auch erstmal ganz gut aus. Das könnten wir nächstes Mal auch wenn wieder aufnehmen. Das ist ja auch kein Problem. Ich sag erstmal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.